Ja, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Lüge zu Battlegrounds 2016. Dieses Event fandet am 24.07.2016 in Washington, D.C. oder jetzt also Washington District of Columbia, USA, statt in der Verizon Center live auf dem WWE Network von 2 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens. Und an meiner Seite ist der Micha. Guten Tag. Ja, es ging ja sogar länger. Glaube ich zumindest. Irgendwie 20 Minuten oder so haben sie schon überzogen. Das stimmt. Wie immer, das machen sie jetzt momentan sehr, sehr gerne. Was ich gut finde, teilweise. Bei dem Pay-Per-View hat es mir nichts ausgemacht, weil der gut war. Aber dazu kommen wir dann später. Genau. Hast du das Event live gesehen? Halb. Ich habe mir gedacht, okay, stellst den Wecker, aber ich habe den Wecker nicht gehört. Das war blöd. Und um 3 Uhr bin ich aber aufgewacht oder so, gegen 3, glaube ich, und ich bin genau da wach geworden, als das Highlight-Clip-Video oder das Promo-Video von Zayn gegen Owens kam. Perfekt. Und ab da habe ich dann live geguckt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe es komplett live geguckt. Ich habe es mir echt überlegt, im Urlaub soll ich es live gucken oder soll ich es nicht live gucken. Hab's gemacht und damit ist so quasi ein bisschen meine Streak in Sachen Live-Gucken in Folge noch weiter am Laufen. Und ja, hab's geguckt. Natürlich gab's kein Live-Review oder Preview, weil Preview hat keinen Sinn gemacht für mich, weil ich ja schon vor 2 Wochen weg war und ja, in den 2 Wochen hätte ja alles passieren können. Quasi, wo wir halt über die Raw- und Smackdown-Ausgaben gesprochen haben, da hätte ja einiges passieren können und gerade Bezug auf den Draft hätte ich dazu auch nicht viel reagieren können. Und wenn ich da einfach so eine Preview rausrufe, sage ich Darren Young gegen The Miz, das Match könnte ganz gut werden und ja, der Sieger wird so und so sein. Und gut, du hast ja eine Preview gemacht, du hast ja eine schriftliche Preview auf Twitter gemacht. Das stimmt, ich habe eine schriftliche Preview gemacht. Richtig, das stimmt. Ah, hast du ja durchgelesen tatsächlich. Nein, ich habe nur so gelesen, dass du eine gemacht hast. Genau, ja, das wollte ich auch mal sagen, ganz kurz. Also wer eine Preview lesen möchte, der kann sie auf Twitter lesen. Ich habe es mal auf Twitter gemacht, weil ich mir dachte, okay, wenn ich es nicht in Videoformat kann, mache ich es einfach in schriftlicher Form. Natürlich nicht so ausführlich wie in den Videos, weil das würde ein bisschen lange dauern. Und auch nicht wie die anderen Kommentarschreiber hier, die es hier gibt. Und von daher, ja, habe ich es halt in schriftlicher Form gemacht. Kurz zusammengefasst über die ganzen Matches, die ich geschrieben habe. Könnt ihr auf Twitter lesen. Twitlonger hat mir da ein bisschen geholfen in dem Sinne, wo ich knapp, glaube 4000 Zeilen geschrieben habe, kann man das sagen, oder wie auch immer, also ihr versteht, wie ich es meine, und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber natürlich mache ich gerne lieber Videos, und ich denke mal auch zum SummerSlam wird auf jeden Fall eine Preview kommen, beziehungsweise auch zu allen anderen Events, außer ich bin natürlich im Urlaub, und ich würde mal sagen, wir fackeln jetzt nicht lange und fangen direkt mit der Show an, und zwar zu Battleground, die übrigens, ja, quasi die erste Show ist nach dem Roster-Split. Jedoch ist es noch kein, Raw oder SmackDown Pay-Per-View, sondern noch ein allgemeiner Pay-Per-View. Das soll ja ab oder nach dem SummerSlam sich ändern. Ja, gut. Gut, auf dem Weg zum SummerSlam. Ja, genau, also SummerSlam ist ja noch Crossover quasi, auch wenn halt die Show prinzipiell getrennt ist. Also wir haben natürlich die Raw-Matches und die SmackDown-Matches. Gut, wir haben bisher ein Raw vs. SmackDown-Match angekündigt. Das ist ja Randy Orton gegen Brock Lesnar. Aber danach wird es dann die ersten separaten Pay-Per-Views geben, was auch geil ist, wo wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet hatten bisher, dass es ja auch alte Pay-Per-Views zurückkommen. Also wir haben ja zum Beispiel Clash of the Champions oder so ein Kram. Richtig. Wir haben Backlash, was zurückkommt, wir haben No Mercy, was zurückkommt, und wir haben Roadblock, was jetzt im Dezember stattfinden wird. Also interessant. Wir haben über diese Sache gesprochen, das haben wir ja in der NXT-Review in den News ja mal angesprochen, dass die WWE ja mehr Pay-Per-Views machen will, was auf jeden Fall krass wird und denke ich mal auch dazu das auch. Das wird richtig brutal. Also ich bin mal gespannt, wie das mit den Reviews ja klappt. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich, aber wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Ja. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Mal sehen, wie es alles klappt. Letztendlich kommt es auch später auch mit Berufen und so weiter, kommt ja auch einiges in die Quere. Muss man leider dazu sagen. Deswegen wird es sehr, sehr happig. Wie es aussieht, SummerSlam wird ja, denke ich mal, kein Problem sein. Auch jetzt erstmal die 3 Shows, also Raw, SmackDown, NXT, wird auch, denke ich mal, erstmal kein Problem sein. Wir müssen halt gehen, wie es langfristig aussieht. Aber da werden wir uns, denke ich mal, nochmal intern nochmal zusammensetzen und gucken, wie wir es da alles so handhaben. Gut, da würde ich mal sagen, fangen wir direkt zu Battleground 2016 an. Und angefangen hat es direkt mit dem Women's Tag Team Match, und zwar mit Charlotte
und Dana Brooke gegen Sasha Banks und einer Partnerin. Eva Marie, ja, war die Partnerin. Wir wollten alle Eva Marie und sie kam dann auch. Richtig geil. War ein toller Moment. Ich habe ausgeschaltet. Nein, Spaß. Es war wir wollten natürlich Bayley und ja, wir bekamen Bayley. Es war richtig platziert im Opener. Die Crowd ist ausgemarkt und Bayley hat die ganze Zeit einfach nur gegrinst. Die war so glücklich, dass die Crowd so abgegangen ist bei ihr. Sascha Banks stand im Ring und hat die ganze Zeit nur gegrinst. Die konnten einfach nicht mehr aufhören. Die vor allem, Ja. als die reinkam und einfach auf die Stage geguckt hat und die fängt schon an zu grinsen und die wollte eigentlich schon lachen. Ja, Und dann, sie als wusste genau, dass die Crowd jetzt abmarken wird. und dann kommt der Theme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner Preview geschrieben, ich habe nicht auf Bayley gehofft, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich das Gefühl hatte, sie könnte untergehen. Theoretisch gerade in der Bezug auf Sasha Banks gegen Die hat, Charlotte. glaube ich, den lautesten Pop des Abends gekriegt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, ich bin komplett ausgemarkt. Da also habe ich schon gemerkt, komm, scheiß drauf, was ich geschrieben habe. Feier es einfach und ich habe es übelst abgefeiert, also dass Bayley kam. Und dann auch natürlich, ja, ich habe mich einfach gefreut. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es schon ein Fehler zu sagen, ich habe es nicht auf Bayley gehofft. Obwohl ich sagen muss, ich freue mich sehr auf Bayley und es ist natürlich nicht das Main, also es ist schon das Debüt vom Main Roster her, aber Würde nicht ich nicht dauerhaft. sagen. Ich Nicht fand es ja dauerhaft. auch nicht, dass Sami Zayn sein Debüt gegen Cena war. Das fand ich ja auch nicht. Ja, okay, kann man auch. Okay, dann sagen wir einfach Sein Debüt war quasi Royal Rumble. Special Ja, genau. Experience. Special Appearance fällt Genau. aus. Ich frage mich da sogar manchmal, ist es vielleicht sogar besser, dass die das immer angeteased wird, aber die WWE uns das dann im Endeffekt doch nicht gibt, weil. Siehe Finn Balor beim Draft, der wurde ja auch, oder heute bei Raw, oder gestern bei Raw, der wurde ja auch abgefeiert wie zum geht nicht mehr. Und da frage ich mich halt, ist es vielleicht besser, dass die WWE uns so lang zappeln lässt mit den neuen Leuten, damit wir uns halt im Endeffekt dann doch doppelt so viel drauf freuen und noch mehr abgehen? Das dachte ich mir hier bei Bayley auch, weil wäre die Reaktion so laut gewesen, wenn sie beim Draft gekommen wäre? Ich glaube nicht. Deshalb denke ich mir, als er beim Draft nicht kam, dachten schon viele, ja, scheiße, jetzt müssen wir doch bis nach Brooklyn warten, bis er kommt. Und dann hat der Sasha Banks auch noch getwittert, oh, das ist nicht Bayley und Dave Meltzer ist nicht mehr drauf gekommen, etc. Und dann ist es doch Bayley und die Crowd ist abgegangen. Und deshalb war das sogar recht gut gemacht alles. War natürlich, wie gesagt, nur ein One-Night-Only-Auftritt. Sie wird jetzt natürlich noch bei NXT bleiben, wird noch ihr Match gegen Asuka haben bei NXT Brooklyn und dann irgendwann wird sie in den Main Roster kommen. Hey, we want some Bailey. So, Das haben die auch versucht zu chanten, aber es hat nicht geklappt, weil es nicht so viele Leute kannten. ja, geil wäre natürlich, hey, Bailey. Ah, das wäre natürlich noch sehr, sehr nice gewesen, aber nein, nicht. Aber Bailey wurde richtig abgefeiert, das fand ich ziemlich geil. Sasha Banks wurde natürlich auch abgefeiert, Charlotte Dinnerbrook, ja, Waren das da. waren da genau. Und ja, ich habe ja kein Problem. Ich mag ja Charlotte letztendlich, aber Dinnerbrook, naja. Och, ich finde die momentan auch relativ gut eigentlich. Ich mag sie. Es geht. Ich finde sie unplatziert momentan im Main Roster, meiner Meinung nach. Aber das ist ein Das ist anderes Thema. richtig. Ich würde mal sagen, wir reden über das Match. Und ich muss sagen, es war ein ziemlich guter Opener. Das Wrestling fand ich okay. Die Stimmung war aber dafür ziemlich gut. Die Stimmung war das Highlight quasi. Das Match war gut gebookt. Wir hatten nämlich Sasha Banks, die dominiert wurde, und dann natürlich der erwartete Hot Tag zu Bayley. Und da ist die Crowd natürlich auch abgegangen. Die hat ein bisschen aufgeräumt gegen Dana Brooke, bis Charlotte sich dann wieder eingemischt hatte. Und so begann dann quasi, Alter, da war ja auch Dana Brooke, hat ja Bayley übelst vom Seil geholt. Also die ist ja auch richtig aufgeschlagen aufs Top Rope. Ja, Das war brutal. da hatte ich auch schon ein bisschen Angst um Bailey gehabt, wegen Gehirnerschütterung oder sowas in der Art, aber Ja. ist zum Glück nicht passiert. Auf jeden Fall hat sie sie unsanft vom Top Rope geholt und dann wurde ein bisschen Bayley dominiert und die Fans sind immer weiter hinter Bayley gewesen und ja, hat dann den nächsten Hot Tag geschafft und das Finish war dann, dass Sasha Banks Charlotte clean zur Aufgabe bringt. Genau, clean zur Aufgabe bringt im Bank Statement. Meine Notiz war dann noch zum Ende hin. Damit ist ziemlich sicher, dass Sasha Banks und Charlotte ihr nächstes Programm gegeneinander haben werden und dass Sasha Banks den Titel wohl beim SummerSlam holen wird. Hust, Genau. hust. Genau. Und nach dem Match gab es natürlich Hug It Out, die Umarmung zwischen Yes. Bailey und Banks. Und das habe ich auch gefeiert.
Das erste Mal, seitdem Sasha Banks im Main Roster ist, dass sie wirklich wie ein Face agiert hat. Das stimmt eigentlich. Also vorher eigentlich nie wirklich so eher so eigen, kann man sagen. So eher so der Ja, Boss. genau. Wirklich, so ihr Gimmick, aber wirklich, ich glaube, hier war es einfach zu emotional, glaube ich. Da hat es nicht ganz funktioniert. Das war ja wie bei Raw auch, wo ja Charlotte selbst gelächelt hatte noch am Ende, als irgendetwas passiert ist, worüber wir jetzt noch nicht reden, weil es noch nicht passiert ist. Genau. Genau, ja. Genau. Ja. Frag mich, was heute bei Raw passiert. Ich frage mich auch, was bei Raw halt passiert. Genau. Schaut Raw. Das muss ich auch noch gleich machen. Genau, wie gesagt, Kick It Out fand ich ziemlich nice. Auch das Backstage-Segment fand ich ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Zwischen Bailey und Banks. Ach, du meinst das YouTube-Clip-Video Ja. da? Ah, ja, das habe ich gesehen. Ich Ja. habe mich gerade schon gewundert. Hä, Backstage-Segment? Nee, Backstage-Clip. Ja. Ja, das habe ich gesehen, ja. Fand ich ziemlich unterhaltsam. Also, Nakamura ist my first. Ja, genau. Ja, Nakamura wird auch schon gut erwähnt, ne? Also. Sasha Banks, wo sie gesagt hat, ja, es war klar, dass es Bailey ist, weil sie ist die einzige Nummer, die ich in meinem Telefonbuch habe. Und ja, neben Shinsuke Nakamura natürlich. Das war geil. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich mag Bailey und Banks und The Boston Hug Connection. Wer weiß. Vielleicht. Wäre nice, wäre nice. Würden wir sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen New Day, die jetzt offiziell die Longest-Reigning-Tag-Team-Champions aller Zeiten sind, mit ihrem Run. Die haben jetzt zu Brian Kendrick und Paul London überholt, soweit ich das weiß, gegen die Wyatt Family. Genau. Das Match fand ich ziemlich gut. Überraschend gut. Also die Whites haben mir da sogar gut gefallen. Ein Traum. Wow. So quasi wie kann man sagen, der Fokus des Matches lag natürlich weiterhin darauf, dass Xavier Woods Angst vor Bray Wyatt hat und ja, Wyatt hat halt so ein bisschen Xavier Woods angestarrt und Xavier Woods war Angst und Xavier Woods hat die Angst auch super verkauft. Also richtig gut hat er das gemacht. Er ist dann auch ängstlich vom Apron geklettert und die Sache um Xavier Woods hat eine schöne Komponente in die ganze Fehde gebracht, die halt, das war halt einfach normalerweise eine langweilige Fehde zwischen den Wyatts und New Day. Aber diese Sache mit Xavier Woods hat halt einfach nochmal eine frische Komponente reingebracht, wo man jetzt dachte, hey, turnt jetzt Xavier Woods und wo dann auch New Day bzw. halt Xavier Woods auch ein bisschen ernster geworden ist und gesagt hat, hey, Leute, ist ja alles witzig und so, aber die sind, glaube ich, unsere erste ernste Bedrohung und was weiß ich. Und das war schon ziemlich gut gemacht. Und Xavier Woods hat sich dann auch eingewechselt für Kofi und Bray Wyatt ist dann nicht in den Ring gekommen und beide standen sich gegenüber. Und Xavier Woods ist erst so auf die Knie gegangen und man denkt so, okay, ergibt er sich jetzt und hat dann doch auf Bray Wyatt eingeprügelt und hat sich gegen ihn erhoben. Und Big E zeigt dann sein Spear durch die Seile und hat sich fast gekillt. Das war krank. Ja, Bray ist dann im Ring mit dem komischen Spinwalk und Woods guckt einfach nur verängstigt. Bray holt dann den Sister Abigail raus zum Sieg und ja, quasi das Smackdown-Finish. Und insgesamt war es dann ein überraschend gutes Match mit echt schöner Match-Story und einem seltsamen Sieg der Wyatts, weil New Day bei Raw ist und die Wyatts bzw. Bray Wyatt und Eric Rowan bei SmackDown sind und Braun Strowman bei Raw. Finde ich komisch. Weil die Whites haben dadurch einen clean Sieg über die Tag Team Champions, aber sind durch den Draft trotzdem gesplittet. Aber gut. Kann man mal machen. Fand ich auch gut. Also, mich überrascht schon ein bisschen, dass du gelobt hast. Über die Wyatt Family, das gibt's ja auch noch. Ja, wenn nicht Bray Wyatt heute bei SmackDown rauskommt und irgendwo eingreift, dann gefällt er mir vielleicht wieder ein bisschen mehr. Hört, hört. Das ist doch schon mal schlecht. Nicht schlecht. Schlecht, das ist schon mal schlecht, genau. Nee, das ist schon mal nicht schlecht. Auf jeden Fall, ja, kann ich auch nur loben. Also gerade die Story mit Xavier Woods finde ich ziemlich geil oder ziemlich gut gemacht und bringt auch dieser Fehde auch diese Würze, die es einfach in dieser Fehde gebraucht hat. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, beziehungsweise es wird nicht weitergehen wahrscheinlich, weil sie ja, wie gesagt, gesplittet werden durch den Roster-Split. Deshalb finde ich manchmal echt ein bisschen blöd, dass der Roster zu diesem Zeitpunkt gemacht wurde.
oder gerade diese Fehde zu diesem Zeitpunkt ausgewählt wurde. Genau. Die New Day hat ja inzwischen neue Gegner. Wer das ist, werde ich nicht sagen. Du schaust ja noch Raw. Jo. Braun Strowman war ein bisschen anwesend. Was der gemacht hat, wirst du auch sehen. Und ja, kommen wir zum nächsten Match. Und zwar Zack Ryder gegen Rusev um den WWE United States Title. Als erstes war natürlich Lana mal wieder am Start. Die hat eine kleine Promo gehalten, hat gesagt, der wahre Amerikaner ist Rusev und nur er hat Lana. Sie ist ja mit ihm verlobt und bla bla bla. Das fand die Crowd nicht so toll. Wir wollen natürlich alle Lana. Zack Ryder kam dann mit einem neuen Theme raus und American Style mäßig angezogen und das Match war anfangs wirklich überraschend ausgeglichen, fand ich. Hätte mir gewünscht, dass Rusev Zack Ryder einfach killt. Aber Zack Ryder kann sogar ein paar Aktionen zeigen, zeigt den Rough Rider zum Beispiel, will dann seinen komischen Elbow Drop zeigen, aber Rusev kontert diesen aus, zeigt dann seinen Superkick und besiegt Ryder dann durch den Accolade. Ja, Match war okay. Ja, Match war okay. Und auch dieses Match war so für mich die Entscheidung, wenn Rusev verteidigt, dann wird auch der IC-Title verteidigt. Ja. Also nicht wechseln, weil es wird nicht so sein, dass zwei Titel in einem Brand sind. Also zwei Midcard-Titel. Und ja, hier hat Rusev verteidigt und damit war mir schon mal klar, wie der IC-Title-Match ausgehen wird. Genau. Kleines Segment noch nach dem Match. Mojo Rawley kam raus, wollte den Save für Zack Ryder machen. Rusev guckt Mojo Rawley einfach nur an und denkt sich, what the fuck, wir hatten den Fan hier reingelassen und geht einfach. I'm hyped, I stay hyped. Das war so ein Scheiß-Moment. Also Mojo Rawley, ich mag den Typ überhaupt gar nicht. Ich kann auch nichts mit dem anfangen. Okay, Backstage sehen oder stehen Stephanie McMahon und Mick Foley. Echt? Mhm. Richtig. Backstage stehen Stephanie McMahon und Mick Foley. die haben sich ein bisschen über Seth Rollins unterhalten, beziehungsweise Seth Rollins ist reingekommen. Er hat sich darüber beschwert, dass jeder über Bayley redet, aber nicht über ihn. Und er hat nichts mehr zu beweisen. Immerhin war er der Nummer 1 Draftpick und seine Erfolge sprechen auch für ihn. Und er holt den WWE-Titel heute zu Raw zurück. Foley hat noch gesagt, dass Rollins trotz Niederlage gegen Ambrose bei SmackDown nicht geschockt ist. Und Rollins lacht und sagt, dass es in 9 Monaten einen Babyboom geben wird und alle Kinder werden Rollins heißen. Natürlich. Stephanie McMahon ist einfach nur sprachlos und Foley sagt, dass sie Seth Rollins gedraftet hat und nicht er. Und ja, also so ein bisschen auch so schon die ersten Spannungen zwischen beiden. Seth Rollins, also Stephanie McMahon, die natürlich voll hinter Seth Rollins steht und Mick Foley, der nach der Niederlage gegen Dean Ambrose schon so ein bisschen zwiegespalten ist und denkt, war das wirklich der richtige Pick für uns? Das stimmt und ich bin mal gespannt, wie die Spannung zwischen den beiden weitergehen wird. Ob es bei Raw so sein wird, wird man natürlich sehen. Aber man hat es angeteased. Genau. Match of the Night. Sami Zayn gegen Kevin Owens. Erneut gibt es diese Ansetzung, die wir jetzt schon bei Extreme Rules, bei NXT TakeOver Unstoppable, NXT TakeOver Rival und bei einer Raw-Ausgabe gesehen haben. Es ging meiner Meinung nach relativ zäh los, muss ich sagen. Es gab eine extrem langatmige Dominationsphase von Kevin Owens mit seinen typischen Heel-Aktionen und Verhöhnungen gegen Zayn an sich. Das war ganz nett, natürlich wie immer, wo Kevin Owens seine Gegner immer verhöhnt, aber halt, ich hasse diese Headlock-Phasen. Randy Orton ist einer meiner Lieblinge, aber da könnte ich auch immer ausflippen, wenn der seine Headlocks auspackt. Dann gab es geile Moves von beiden gegeneinander, wie ein Apron Brainbuster. Bin ich ausgemarkt. Wo ich geschockt war erstmal. Ich habe erst gedacht, hä? Was war das jetzt? War das jetzt wirklich ein Brainbuster? Weil Sami Zayn hat ihn immer angeteased. Immer, aber nie gezeigt. Und dann zeigt er noch mal. Auch den Corner DDT, also den durch, quasi durch die Ecke durch, sage ich mal, von Zayn gegen uns, beziehungsweise wurde der gekontert. Und dann gab es einen Botch-Fragezeichen, denn Sami Zayn wollte seinen, ja, wie heißt denn der? Acai Moon soll, das ist nett, das ist halt so, wo er quasi mit den beiden Beinen aufs Seil springt und dann mit dem Moonsault nach draußen fliegt und er ist nicht weit gesprungen, sondern er ist eher hochgesprungen und ist dadurch auf dem Apron gelandet. Aber das haben die beiden so
grandios überspielt, dass ich mich schon fast frage, war das wirklich ein Botch oder war das geplant? Weil Owens hat das geil überspielt, ist dann auf Zanes angeschlagene Schulter gegangen, wo er halt drauf gelandet ist. Und das war extrem geil überspielt. Und das hat für mich, da hat für mich sogar der Botch, Fragezeichen, ich weiß nicht, ob es einer war, aber der hat auf jeden Fall für mich das Match mit aufgewertet. Auf keinen Fall hat es geschadet, weil die es einfach da, wie gesagt, überspielt haben. Ja. Und ganz ehrlich, ein Botch passiert jedem Mal. Es passiert jedem Mal, auch dem besten Wrestler passiert mal ein Botch. Ja, genau. Das ist auch okay. Letztendlich ist die Frage, was macht man daraus? Genau, und die haben das Beste draus gemacht, denn sie sind auf die Schulter eingegangen quasi und haben sie bearbeitet. Und ab da an ging das Match richtig los. Die haben sich dann richtig gebattelt. Zane hat einen und den anderen Chicken Wing Suplex, also sein ja, wie heißt der Move? Chicken Wing German Suplex? Lift Inverted Suplex? Ich überlege gerade. Wie heißt der Move? Ich weiß nicht ganz genau. Ich gucke jetzt eben nach. Egal, auf jeden Fall. Den hat er ein paar Mal gezeigt. Und Owens kam natürlich mit seinen Papa Powerbombs durch und mit diesem komischen Neckbreaker, den er auch schon gegen Cesaro gezeigt hat. War ab da an einfach ein extrem gutes Match, meiner Meinung nach. Die haben sich einfach richtig gut gegeben. Ich schaue jetzt gerade nach, wie der Move heißt. Und ja, außerdem war auch die Rivalität zwischen den beiden, also man hat einfach gemerkt, die ist echt. Und die sind ja eigentlich privat Freunde, aber die bringen das so gut rüber, dass sie sich wirklich hassen und sich einfach nicht leiden können. Und einfach diese Phase, ja, so quasi nach dem Apron Brainbuster. Half Nelson Suplex. Stimmt. Natürlich. Ach, scheiße. Lift Inverted Suplex. What the hell, ey, was laber ich da? Egal. Ja, das ist halt ein bisschen, naja, kleine Ähnlichkeit, aber mehr auch nicht. Half Nelson Suplex, hast du gesagt, ne? Ja, gab genau. Auf jeden Fall noch einen geilen Nearfall nach der Papa Powerbomb, wo Sami Zayn einfach sein Bein aufs Seil gelegt hat. Und dann hat Owens frustriert versucht, Sami Zayn, oder beziehungsweise hat frustriert dann Sami Zayn geslappt und Sami Zayn hat gesagt, ey komm, gib's mir mehr, und er hat dann weitergemacht und dann kam Sami Zayn zurück, hat dann noch einen Exploder Suplex gezeigt und einen Helluva Kick. Und dann ist quasi Kevin Owens einfach nur gegen Sami Zayn nach vorne gefallen. Und Sami Zayn hat ihn quasi festgehalten und hat ihn sich einfach nur angeguckt, so quasi, so als wäre die ganze Rivalität nochmal an seinen Augen vorbeigelaufen und sich nur gedacht hat, warum musste es so weit kommen? Und ich dachte, wir waren Freunde und was weiß ich. Und dann hat er ihn einfach nochmal in die Ecke geschubst, hat ihm den zweiten Helluva-Kick verpasst und hat ihn nach 18 Minuten gepinnt. Was man auch dazu sagen kann, ist einfach, wenn man sich überlegt, gerade dieser Blick von Zayn vor dem ersten Helluva-Kick, einfach Augen zugemacht, konzentriert, einfach so wie bei NXT TakeOver R-Revolution, diesen Blick da. Wenn du jetzt nicht läufst, wenn du jetzt nicht triffst, dann hast du verloren. Und genau diesen Blick hat Sami Zayn wieder so drauf gehabt und rennt dahin und kickt ihn und dann diese Emotionen oder diese Mimik, die er gespielt hat, grandios, da ist er echt großartig. Also Sami Zayn ist da echt Weltklasse, das hat er schon früher sehr, sehr oft bewiesen, gerade bei NXT TakeOver Revolution, beim Match ja, gegen Neville. Absolut. Da muss man einfach sehen, wie er mit den Mimik und Gestik arbeitet und gerade auch mit bezogen auf ja, gerade auch wie er mit der Crowd zum Beispiel gespielt hat, mit dem Titel zum Beispiel, wo er dachte, okay, haut er jetzt zu, hat er nicht zu und die Crowd, nein, mach nicht Zayn, tu es nicht. Und das war auf jeden Fall richtig geil. Und das hat man wieder so ähnlich gemacht. Und nicht mit dem Titel, aber sondern einfach mit den Emotionen gespielt. Und fand ich richtig geil. Ein sehr, sehr emotionales Ende, kann man so sagen. Und quasi ein kleiner Abschluss dieser Rivalität, bzw. dieser Fehde. Ich hoffe, dass die Rivalität weitergehend gehen wird. Vielleicht um den WWE-Titel. Und sonstige Sachen. Also ich hoffe, dass sie auf jeden Fall weitergehen wird. Jetzt mal eine Pause und dann irgendwann geht's wieder weiter. Ja, ich glaube, mein momentanes Match of the Year, wenn wir jetzt mal Nakamura gegen Zayn vergessen. WWE bezogen meinst du jetzt? Richtig, würde ich wahrscheinlich sagen, mein Match of the Year. Das Match war brutalst geil. Die beiden haben einfach eine grandiose Chemie miteinander. Die kennen sich schon 10 Jahre und kämpfen auch schon gegeneinander 10 Jahre. Und ja, es war geil. 4,5 Sterne von mir. Ich fand das Match großartig. Auf jeden Fall. Ich gebe diesem Match 4,5 Sterne. 5 hat es leider nicht gereicht.
Nee, 5 Sterne, das, ja. Von mir aus können sie nochmal ein Match beim SummerSlam haben. Hätte ich nichts dagegen. Mit Stipulation, Last Man Standing oder so. Ja. Und ja. Ich habe auch vor dem Pay-Per-View gesagt, Owens und Zayn hatten bis jetzt auch noch in der WWE und bei NXT noch nie ein Match oder noch kein Match, wo ich sage, das war jetzt geil oder so. Und es war jetzt für mich das erste Match zwischen beiden, wo ich sage, das war richtig, richtig gut. Das kommt an ihre Ring of Honor Begegnung ran. Deine Match-Sternebewertung. Viereinhalb. Oh, okay. Wie ist eure Match-Bewertung? Würdet ihr mehr geben? Würdet ihr weniger geben? 5 Sterne würde ich nicht geben, weil es zu viel ist. Ein 4 3 Viertel würde ich auch nicht Das geben. habe ich auch richtig oft gelesen. 4 3 Viertel, 5 Sterne, das habe ich Ja. sowas von oft gelesen. Finde ich irgendwie nett. Also, ich kann es nicht geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde es gerne geben, aber ich kann es. Obwohl ich sagen muss, als ich zum ersten Mal, also die ersten Gedanken waren auch so 4 3 Viertel, 5 Sterne. Aber das war so direkt nach dem Match, wo man so ein bisschen mehr nachgedacht hat, dachte ich mir, okay, so krass war es jetzt nicht. Ich bin halt so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's wrestlerisch vielleicht nicht am Anfang zumindest nicht Weltklasse. Aber bei mir kann man mit Matchstory sehr, sehr viel wettmachen und die Matchstory war ja einfach da, die Intensität und alles, das war einfach sowas von gut und Und ich finde deshalb. auch, das Ende ist auch das Wichtige. Also ich finde auch Ende, wenn das Ende richtig gut gemacht wird, wertet das auf jeden Fall ein bisschen mehr auf. Absolut. Und das Ende war grandios. Also das, allein das Ende war für mich 5 Star. Nur das Ende, 5 Star. Ja, das Ende war 5-Star, das war geil. Und der Rest leider war nicht 5 Star. Also das, der Anfang war gut, aber nicht sehr gut, leider. Und ja, kommt, würde ich auch sagen, an die Ring of Honor Zeit ran. Ich muss aber sagen, die Matches bei NXT fand ich auch nicht schlecht. Jedoch war das halt eine andere Konstellation, muss man sagen. Und Sami Zayn gewinnt, glaube ich, zum ersten Mal jetzt so bei so einem Event. Also jetzt, ich würde jetzt mal Raw und SmackDown und so weiter nicht dazu zählen, sondern einfach mal so Pay-Per-Views, Live-Specials, besiegt er zum ersten Mal Kevin Owens. Stimmt, der hat ihn, glaube ich, schon einmal bei einer Raw oder so besiegt. Ja, aber das stimmt. Bei NXT hat er nie gegen ihn gewonnen. Bei Payback hat er schon nicht gegen ihn gewonnen. Und jetzt hat er den ersten Sieg. Steht jetzt quasi bei Pay-Per-View-Matches oder bei Live-Specials in der WWE 1 zu 1. Ja, und Sami Zayn hat seinen ersten Pay-Per-View-Sieg geholt. Und ist beim Royal Rumble debütiert. Aber war auch in vielen Multi-Man-Matches. Von daher sage ich, ist es noch okay, dass er noch nichts gewonnen hat. Da finde ich es bei Styles zum Beispiel schlimmer, Ja. dass er bis Money in the Bank nichts gewonnen hatte. Nee, bei Ja. Fastlane hat er gewonnen. Aber von WrestleMania bis Money in the Ja, Bank. genau. Das war krass. Und der stand ja nur in Singles-Matches. Deshalb war es bei ihm halt schlimmer. Und Sami Zayn, der war im Ladder-Match bei WrestleMania. Der war bei Payback gut. Da hat er ein Singles-Match gegen Owens gehabt. Aber dann bei Extreme Rules war er in einem Fatal-Four-Way-Match mit Miz und Owens und Cesaro. Und bei Money in the Bank war er im Ladder-Match. Also von daher geht es klar. Genau. Auf jeden Fall war es ein starkes Match. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, kann damit sehr, sehr gut leben. Sehr zufrieden. War auch danach noch. Musste ich ein bisschen runterkommen von diesem Match. Und dafür war das nächste Match natürlich auch perfekt. Und zwar Natalya gegen Becky Lynch, die mich null interessiert hat. Also es war nicht schlecht, das Match, finde ich. Doch. Aber Das war mein Lowlight. Ich fand es ziemlich scheiße. ich fand es solide, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es hat mich nicht groß gejuckt. Natalia hat den Heel relativ gut gespielt, fand ich. Ich finde, sie passt nicht in die Rolle, aber sie hat das Beste draus gemacht. Ich finde, sie kann keine guten Heels spielen, muss ich sagen. Finde ich schon. So, sie hat gut posiert, immer zu den richtigen Augenblicken, hat gut Heat gezogen, das hat gepasst alles. Aber das, was mich am meisten angepisst hatte, war, dass sie Becky Lynch einfach mal clean besiegt hat im Sharpshooter durch Tap-Out und Becky Lynch hat auch noch absolut gar nichts gerissen im Main Roster. Das ist traurig. Becklin hat, glaube ich, auch keinen Sieg. Okay, abgesehen mit PCB, aber jetzt singlesmäßig hat sie jetzt, glaube ich, keinen Pay-Per-View-Sieg gehabt. Glaub ich Nö. zumindest, oder? Und beim Pay-Per-View hat sie allgemein kaum was gewonnen. Ja, und das ist echt schade für die, weil die echt eine ziemlich gute Wrestlerin ist. Ich finde, man muss auch ganz ehrlich sagen, Natalias Zeit ist so ziemlich abgelaufen Ja. im Main Roster. Und Becky Lynch ist ja quasi am Anfang ihrer Main Roster-Karriere und verliert dann, anstatt ihr den Sieg zu geben. Sie hat dieses Jahr von 6 Pay-Per-View-Matches 2 gewonnen. Echt? Das war bei Fastlane mit Sasha Banks gegen Naomi und Tamina. Ach ja, richtig. Und bei. Okay, das war das SummerSlam letztes Jahr, gut, das zählt nicht. Also 1 von 5 hat sie dieses Jahr gewonnen. Wow, das ist natürlich super. Total. Ja. Das war natürlich das göttliche Match beim Royal Rumble gegen Charlotte, was sie verloren hat, wo Ric Flair sie geküsst hat. Dann natürlich das
Women's Match bei WrestleMania hat sie natürlich nicht gewonnen. Sie hat bei Battleground jetzt gegen Natalya verloren und sie hat bei Money in the Bank ja mit Natalya gegen Charlotte und Dana Brooke verloren. Ja, genau. Würde ich mal sagen, gehen wir direkt weiter und zwar Dean Ambrose ist Backstage. Dean Ambrose ist Backstage. Dean Ambrose ist Backstage. War das die Promo mit, genau. Ja, das war die Promo. Die war geil, fand ich. Shane und Brian kamen halt hinzu, haben sie noch dominiert, haben gesagt, hey, du besitzt etwas, was Reigns und Rollins nicht besitzen, und zwar, du hast Herz und deshalb bist du der Champion, deshalb wirst du heute auch als Champion die Show verlassen. Brian hat hinzugefügt, dass er ja schon viele Schlachten gegen The Shield hatte, aber am meisten Angst oder am meisten gefürchtet hatten sie immer Dean Ambrose, weil er im Gegensatz zu Reigns und Rollins unberechenbar war und deshalb war Ambrose der Beste von den dreien und Ambrose stimmt in allen Punkten zu und sagt noch so spaßeshalber, ey, Daniel Bryan, von allen Leuten, die wir verprügelt haben, warst du mir auch am liebsten. Und dann ist er motiviert gegangen. Fand ich ziemlich gut. Auch Daniel Bryan war richtig on fire. Absolut. Also, cooles Segment, hat auch zum Main Event gehypt. Genau. Ja, nächstes Match. Ja, das Match fand ich gar nicht schlecht. Fand ich besser wie das Match davor, auf jeden Fall. Darren Young gegen The Miz war ein absolut solides Match. Mir gefällt die Kombination aus Darren Young und Bob Backlund, muss ich sagen. Darren Young war noch nie schlecht im Ring und war auch noch nie schlecht am Mic. Und Bob Backlund ist eine schöne Komponente dazu. Der alte Mann, der immer ausmarkt am Ring, was man hier auch im Match gemerkt hat. Und so hat Bob Backlund zum Beispiel Darren Young gesagt, er soll hier den Crossface zeigen, also wie so ein Trainer, wie so ein Mentor halt. Und außerhalb des Rings ist dann Maurice zu Bob Backlund gegangen, hat ihn geslappt, hat sich dann selber auf den Boden geschmissen und hat The Miz quasi angezeigt, ey, der hat mich geschlagen. The Miz kam dann raus, hat Bob Backlund konfrontiert. Bob Backlund ist ausgemarkt, hat sich sein T-Shirt vom Leib gerissen. Darren Young kam hinzu, hat The Miz in den Chicken Wing genommen und der Referee hat das Match abläuten lassen. Also solides Match mit einem scheiß Finish. Unlogischen Finish. Ja, dachte ich mir, ich habe mich auch gewundert, warum hat er das jetzt abläuten lassen? Weil Backlund den nicht attackiert hat. Das ist das Ding. Backlund hat keinen. Backlund ist ja halt nur ausgemarkt, aber wegen. Ja, er ist einfach nur No Contest hat er gemacht und also wenn dann hätte er einfach Maurice und Bob Backlund vom Ring verbannen sollen oder so. Genau. Das hätte viel mehr Sinn gemacht, aber naja. Also, ich muss sagen, ich bin kein Fan von Darren Young und Brock Lesnar mit diesem Make Darren Young Great Again. Also irgendwie. Ich finde das Gimmick selbst auch scheiße, aber ich finde die beiden sind. Ich mag beide zusammen. Ich finde die beiden echt schön. Also schön, nett, aber gut. Ich finde die beiden echt gut. Voll schön, ja. Maurice finde ich voll schön, ja. Ja, ich finde Sasha Banks voll schön. Was? Ja, genau. Oder Becky Lynch, finde ich auch ja. schön. Ja. Oder Bayley. Oder Alicia Fox. Nee, Spaß. Ja, gut, jetzt haben wir es wieder übertrieben. Ja. Wo waren wir jetzt? Ja, genau, zum Match. Ja, wie gesagt, es war okay. Also, Darren Young hat sich meiner Meinung nach ein bisschen verbessert im Ring, würde ich mal sagen. Aber mehr auch jetzt nicht. Das Ende war scheiße, unlogisch. Und ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Beziehungsweise der IC-Title bleibt bei SmackDown. Ja, wie wir es uns schon alle gedacht hatten. Johnny Boy kommt in die Halle, Big Cass und Enzo Amore kommen dazu und ja, Standard-Promo. Kleine Tipps für The Club, dass man nicht gegen den Wind pisst und man steigt nicht in den Ring ohne Versicherung für die Zähne und Cass rät Styles dazu, dass er weiter seine Soccer-Mom-Things machen soll und zum Beispiel Minivan fahren und ja, sie werden heute ihr blaues Wunder erleben und dann hatten wir das Match. Big Cass, Enzo Amore und John Cena gegen The Club. Ich muss sagen, dass ich die Anfangspromo, also die Promo von Enzo und Cass unterhaltsam fand. Also, mir hat sie gefallen. Das Match selber fand ich persönlich ja, eigentlich gar nicht schlecht. Ja, stimme ich zu. Ich fand es auch absolut in Ordnung. Ich fand es sogar gut, muss ich sagen. Es war das klassische Six-Man-Tag-Team-Match. Es gab die Isolationsphasen gegen Enzo, der natürlich halt das Opfer quasi im Match ist, der die schlechteste Zukunft wahrscheinlich von allen hat, obwohl er am Mike wahrscheinlich der Beste von allen. Ja gut, Cena würde ich noch drüber stellen, aber vom Mike ist er dann wahrscheinlich trotzdem einer der Besten im Match, also ist er.
Ja. Hat aber wahrscheinlich die schlechteste Zukunft, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von allen, weil er halt klein ist. Und bei weitem nicht so gut wie ein Styles, der auch klein ist, aber ja. Styles ist geil im Ring. Styles ist geil, ja. Richtig. Aber nicht schön. Nein, ne? Nicht schön, ne. Keiner in dem Match war schön. Ja, Match ging 15 Minuten. Wie gesagt, Isolationsphasen. Dann hat Enzo den Tockhead, wollte ich sagen, geschafft. Aber den Hot Tag hat er geschafft. Und dann ist komplette Chaos ausgebrochen und Crash and Burn. Und alle haben sich die Finisher verpasst. Und Styles hat zum Cena hat zum Beispiel einen Attitude Adjustment gegen Styles bringen können. Da ist Styles noch ausgekickt. Und das Finish war dann, dass Cena tatsächlich Styles gepinnt hat nach einem Attitude Adjustment vom Top Rope, wo ich dann auch sage, okay, geht klar, ich kapiere, warum er ihn gepinnt hat. Finde ich gut, dass man es wenigstens noch ein bisschen krasser, sage ich mal, gebuckt hat, dass er auch noch ein Attitude Adjustment vom Top Rope gefressen hat. Von daher sage ich, geht klar. Ich meine, er hätte genauso gut auch einen Luke Gallows pinnen können, aber man will halt einfach Styles gegen Cena nochmal beim SummerSlam bringen. Ja, und ich mache mir da nicht große Hoffnung, dass Styles gegen Cena gewinnt. Ja. Ja, ich glaube, dazu sagen wir nicht. Ich find's auch okay, dass man es gemacht hat. Ich hätte es besser gefunden, wenn man Gallows oder Anderson gepinnt hätte, weil die sind sowieso nicht stark werden sowieso nicht stark dargestellt und sie werden ja bei den nächsten Wochen bei SmackDown sowieso nicht zu sehen sein, da ja The Club gesplittet sind. Genau. The club is bei Raw. Richtig. Darf ich mal sagen, gehen wir direkt zum vorletzten Segment Du in wirst dich den. auch übrigens wundern, wenn du Raw gesehen hast, was so die zwei Tag-Teams angeht, was die so machen. Also Luke Gallows und Karl Anderson und Big Cass und Enzo Amore. Wirst du dich wundern danach. Aber so viel dazu. Okay. Darf ich mal sagen, gehen wir direkt zum Highlight Reel. Chris Jericho kam in den Ring und hat seinen Gast herausgerufen, und zwar Randy Orton, deinen Favorite. Einen meiner absoluten Favorites of all time, ja. Ja, Randy Orton hat gesagt, er saß die letzten 9 Monate zu Hause mit seiner Frau und seinem Kind und hat das WWE Network geschaut. Und als er gerade die Rampe heruntergelaufen ist, hat er gemerkt, was er vermisst hat. Und es waren einfach die Fans. Und Jericho sagt, Orton soll ihm danken. Immerhin feiert er im Highlight Reel die Rückkehr. Und das hebt ihn auf Jerichos Level. Randy Orton ist in guter Laune, aber das kann sich auch rasch ändern. Und Jericho könnte einen RKO Out of Nowhere einstecken. Und Jericho sagt dann, Randy Orton könnte stattdessen auch einen Codebreaker out of nowhere einstecken. Und Chris Jericho hat ein Geschenk für Randy Orton. Das Gift of Jericho. Drink it in, man. Ah, ich liebe es, wenn er das macht. Und dann kommt. Randy Orton täuscht dann einen RKO an. Aber er wollte einfach nur Jerichos Haarschnitt genauer untersuchen. Ja. Orton sollte sich nicht mit Jerichos Haarschnitt kümmern, sondern sollte vielmehr sich um sein Match gegen Brock Lesnar vorbereiten. Und auf dem Jerry Throne 6500 wird dann noch ein Video dazu eingespielt, wo Ortons und Lesnars Geschichte vor 15 Jahren im Development-Bereich angefangen hat. Und nach all der Zeit ist Orton Lesnar immer aus dem Weg gegangen und Jericho denkt, dass Orton Angst vor Lesnar hat. Und Jericho möchte wissen, wieso Orton dem Match gegen Lesnar zugestimmt hat. Und Orton hat dann gesagt, er möchte etwas Besonderes für seine Rückkehr haben und nicht irgendwie gegen Fandango antreten. Hust, hust. WrestleMania 28. Jericho lacht einfach nur und antwortet, dass Lesnar Orton nach Suplex City führen wird. Und das erwartet sich Randy Orton. Es braucht vielleicht 20 Suplexen, um nach Suplex City zu kommen. Doch es braucht nur ein RKO, um nach Viperville zu kommen. Und ja, Randy Orton macht dann noch einen kleinen Seitenhieb an Brock Lesnar wegen seinem Drogentests. No enhancement needed. Jericho sagt dann, dass Randy Orton dafür bezahlen wird und die beiden umkreisen sich ein bisschen. Jericho erwartet einen RKO, doch Randy Orton spielt nur mit ihm. Jericho entspannt sich wieder und dann gibt es doch noch den RKO gegen Chris Jericho und Randy Orton feiert. Ja, man hat aber am Anfang gemerkt, wie motiviert Randy Orton war. Ja, der hat Also, Bock gehabt. und er hat auch Bock auf das Match. Und no enhancement needed war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Hat gepasst. Chris Jericho finde ich super, muss ich sagen. Der ist so gut wie zuletzt 2009. Mit seinem Drink It In, man. Ich Ja, finde das so super.
The gift of Jericho. Yeah. Drink it in, man. I'm gonna give you what you need. I'm gonna give you what you want. The gift of Jericho. Drink it in, man. Oh, and nobody wants. So gut. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, Orton hat auch natürlich ein paar Sprüche rausgehauen, wie zum Beispiel mit WrestleMania 28. Einfach gegen alles geshootet. Ja. Ja, aber er kann es sich auf jeden Fall erlauben, weil er auf jeden Fall einen hohen Status hat bei WWE, als jetzt zum Beispiel ein Fandango. Ja, genau. Ah, ja, war ein gutes Segment. Ja, war ein sehr, sehr gutes Segment. Und dann geht's auch schon zum Main Event. Das Triple Threat Match um den WWE-Titel, der Shield Payoff, das Match der ehemaligen Member von The Shield, und zwar der WWE-Champion Dean Ambrose gegen den dreifachen WWE-Champion Roman Reigns und gegen den zweifachen WWE-Champion Seth Rollins. Ein absolutes Dream-Match. Hat meiner Meinung nach delivered. Es war natürlich nicht irgendwie ein Five-Star-Classic oder so, aber es war trotzdem sehr, 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 sehr gut. Story des Matches war, dass Rollins und Ambrose wohl so Reigns als größte Bedrohung gesehen haben und haben immer wieder gegen ihn zusammengearbeitet, haben ihm sogar eine quasi Shield-Powerbomb durch den Kommentatorentisch verpasst. Ja. War echt gutes Match. Viel Action natürlich, wie man es von Triple Threat Match kennt. Es gab natürlich auch diese klassischen, sag ich mal, Isolationsphasen, wo einer halt quasi aus dem Match genommen wird und dann sich die zwei anderen nur prügeln, und Seth Rollins und Dean Ambrose hatten schöne Phasen gegeneinander. Also Roman Reigns war eher, sage ich sogar mal, inaktiv in dem Match. Also das meiste vom Match hatten eigentlich Rollins und Ambrose gegeneinander gemacht. Aber es war, wie gesagt, ziemlich, ziemlich gut. Das Finish kam überraschend. Wir hatten den Spear, was, glaube ich, gegen Seth Rollins, und Dean Ambrose kam dann einfach mit dem Dirty Deeds und hat dann gewonnen. Hat den Titel offiziell verteidigt, womit keiner gerechnet hat, glaube ich. Also ich bin fest von Seth Rollins ausgegangen, und damit sind Shane McMahon und Daniel Bryan mal wieder ausgemarkt. Stephanie McMahon und Mick Foley saßen einfach nur da und dachten sich, what the f***. Und Dean Ambrose hat mit dem SmackDown Locker Room die Titelverteidigung gefeiert. Ja, war auf jeden Fall sehr überraschend. Das war auf jeden Fall ein Dream-Match. Das war auch einer der Matches, wo ich gesagt habe, okay, das will ich mir angucken. Und deshalb habe ich es auch angeguckt. Und ja, letztendlich ist es passiert. Viele hatten ja irgendwie mit so einem krassen 5-Star-Match erwartet. Oder ein Match wie beim Royal Rumble 2015, was übrigens auch sehr, sehr stark war. Ja, letztendlich wurde es ja nicht so. Also ich würde dem Match 4¼ geben. Und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also eigentlich gut. Oder sehr gut, kann man sagen. Und ich habe mich sehr auf dieses Match gefreut. Ich war sehr gehypt. Ich finde es immer noch schade, dass man es für Battleground verschwendet hat. Und nicht zum Beispiel, also für Battleground verschwendet hat, aber nicht so wie zum Beispiel für SummerSlam oder für WrestleMania. Aber WrestleMania 32 hätte ja nicht klappen können. Wäre aber richtig geil gewesen vor 100.000 Leuten, dieser Main Event. Und ja. Was ich gut fand, ist, dass Stephanie und Shane und Mick und Daniel Bryan nichts gemacht haben. Was ich sehr, sehr gut fand, wo ich am Anfang dachte, oh scheiße, warum kommen die raus? Das passt nicht. Dieses Match gehört den drei. Das ist der Shield Payoff, den jeder sehen will. Die wollen diese vier nicht in diesem Match sehen. Und die waren einfach nur quasi Nebencharaktere. Was sehr, sehr gut war, der Fokus lag einzig allein auf diese drei. Und ja, Roman Reigns hat ja auch seinen Return gemacht, hat einen Bart wachsen lassen. Hat Buhrufe kassiert. Auf jeden Fall. Und ich habe mit Seth Rollins gerechnet, also ich habe auf Seth Rollins gehofft. Ich nicht. Also ich habe gedacht, Seth Rollins gewinnt, aber gehofft hatte ich auf Dean Ambrose, weil ich finde, Dean Ambrose ist richtig geil geworden, seitdem der Champion ist. Also der war davor schon ziemlich geil, aber jetzt finde ich den noch besser. Ich finde jetzt auch, dass er richtig Champion-Material geworden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich muss sagen, ich habe ihn immer schon als Champion-Material gesehen. Ihr könnt euch die alten Ausgaben von All About D anhören. Da haben ich und Jonas, glaube ich, da schon ein bisschen unterhalten, dass ich ihn als Champion-Material gesehen habe, er ihn ja nicht. Also den Kanal gibt es ja noch, All About D.E. Ist ja übrigens in der Beschreibung verlinkt. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Ach nee, du warst ja gar nicht dabei, glaube ich, oder? Apropos Beschreibung, folgt mir auf Twitter. Richtig, auch in der Beschreibung. Der Cheap Plug.
Genau, der Cheap Luck. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich hab mich für beide gefreut. Also für Seth Rollins oder für Dean Ambrose, weil ich einfach beide sehr mag. Aber es war einfach interessant zu wissen, wer gewinnt tatsächlich. Weil es war einfach dieser Shield Payoff und es war einfach die Frage, wer ist der bessere Member von The Shield? Und das war einfach first time ever, dieses Match. Und war einfach krass. Also ich habe auf Roman Reigns nicht gehofft. Also wenn Roman Reigns gewesen wäre, hätte ich mich auf jeden Fall geärgert. Sehr, sehr stark geärgert. Dean Ambrose und Seth Rollins habe ich mich gefreut. Und als er wirklich der Dirty Deeds kam, ich dachte mir so, Alter, passiert das jetzt? One, two, three. Und ich dachte mir, Alter, ernsthaft? Und ich habe mich auch gefreut. Also ich Ich glaube habe im. ehrlich gesagt gar nicht mit Roman Reigns gerechnet. Ich dachte mir schon irgendwie nach dem Draft, als er so spät gepickt wurde, dachte ich mir schon fast, dass sie den jetzt ein bisschen bestrafen wollen. Also ich hatte absolut gar nicht damit gerechnet, Bei dass mir er war die den Titel holt. Befürchtung eher deshalb, weil er einfach weiterhin erwähnt wurde. Und das war einfach mein Punkt. Also normalerweise, wenn einer suspendiert wird, der wird nicht erwähnt. Aber er wurde ja eigentlich permanent erwähnt und das war ja für ihn mehr Urlaub als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine richtige Suspendierung. Ja. Letztendlich. Weil er halt letztendlich mit aufgebaut wurde, obwohl er nichts gemacht hat, effektiv. Und deshalb hat ja Dean Ambrose und Seth Rollins diese Arbeit gemacht. Haben sie auch gut gemacht letztendlich. Also klasse Arbeit an die beiden. Und haben auch super im Ring geworkt. Auch gerade so die Triple Powerbomb, beziehungsweise die Double Powerbomb, kann man das so sagen. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wieder schon ein schöner Moment für The Shield, was, denke ich mal, jeder gefeiert hat, denke ich mal, diesen Move. Und natürlich auch weiteres Detail, wie Seth Rollins einfach mit dem Stuhl auf Dean Ambrose einschlägt. Auch so ein Detail zum Split. Also man hat schon auf einige Details zurückgegriffen. Fand ich ziemlich geil. Und wie gesagt, war ein starker Main Event. Meinetwegen kann man dieses Match irgendwann vielleicht nochmal machen, jedoch kann man es nicht mehr wirklich als Shield Payoff bezeichnen, weil es es schon gab. Das Dream Match, was viele gesehen haben, was für mich ein Dream Match war, für dich ja auch. Wahrscheinlich, hoffe ich mal. Ja, wurde erfüllt letztendlich, natürlich nur für Battleground, aber ist jetzt auch kein Thema, weil ich denke mal, ich muss persönlich sagen, ich war am Anfang verärgert, als ich das gelesen habe, dass es wirklich bei Battleground stattfinden wird. Im Nachhinein muss ich schon sagen, als je mehr man zum Main Event kam, habe ich einfach diesen Pay-Per-View ausgeblendet und einfach mich nur auf das Match fokussiert. Weil ich dieses Match schon, glaube ich, seit 2 Jahren sehen wollte, diesmal. Also seitdem es diesen Split gab, habe ich gedacht, okay, hoffen wir, dass wir bald dieses Match kriegen. Und deshalb habe ich diesen Pay-Per-View ein bisschen mehr ausgeblendet und habe einfach dieses Match genossen. Und das hat, denke ich mal, sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und hat mich natürlich auch sehr, sehr stark für Dean Ambrose gefreut, dass er gewonnen hat. Weil ich muss auch sagen, gerade als Champion gefällt er mir, wenn er so sagt, ja komm, willst du ein Match? Okay, kriegst du, komm her. Oder er hat einfach keine Angst. So, er ist einfach keine Pussy. Und das gefällt mir einfach. Das stimmt. Wie zum Beispiel, er wollte auch selbst ein Five-Way-Match machen. Also ein Fatal Five-Way-Match. Ja. Hat er sogar zugestimmt. Und er hat das Triple Threat-Match, er hat es gemacht. He has delivered. Und ist damit der bessere Mitglied von The Shield. Ja. Ja, und damit endet der Pay-Per-View. Dean Ambrose gewinnt den Titel. Brian und Shane McMahon sind ausgemarkt, haben sich gefreut, eine Ehrenrunde gemacht. Und ja, dann kam der Locker Room in die Halle und feiern mit Ambrose im Ring. Genau. Stark. Damit ist dann Battleground of Air gegangen. Ein ziemlich guter Pay-Per-View, meiner Meinung nach. Mit zwei sehr, sehr starken Matches. Der Rest war okay, fand ich. Gut, Becky Lynch gegen Natalya fand ich schlecht, aber der Rest ging klar. Und ja. Ich muss persönlich sagen, ich fand Battleground auch ein guter Pay-Per-View. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier im Urlaub es live zu gucken. Gerade für die beiden Matches für das Shield 3-Way und für Zayn gegen Owens. Haben zwei starke Matches, gerade auch Zayn gegen Owens war richtig geil. Freut mich natürlich auch, dass Zayn endlich mal einen Sieg bekommen hat. Endlich mal beim Pay-Per-View, was er sich auf jeden Fall verdient hat. Und ich bin mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Raw, SmackDown, Roster Split. Die Raw Review wird auch so schnell wie möglich kommen. Auch die SmackDown Review. Und NXT Review, ich muss schon sagen, dass eine SmackDown Review überhaupt kommt, ist schon irgendwie komisch. Man muss ja nicht sagen SmackDown Live. Finde ich auch komisch. SmackDown Live. Aber man muss ja eigentlich auch sagen Raw Live. Aber naja. Gut, so viel zu diesem Thema. Wie gesagt, war eine gute, guter Pay-Per-View. Bin ich sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen weitergehen. Ich mache mir nicht ganz so viele Hoffnungen, weil ich eher abwarte, was passieren wird, weil man soll sich nicht so große Hoffnungen machen, weil die WWE häufig in der Vergangenheit enttäuscht hat. Ja.
Aber wir werden, du wirst ja später oder jetzt Raw gucken, mal gucken, vielleicht werden wir später noch drüber reden. Und ja, bin gespannt, was du zu Raw sagen wirst. Genau, das werde ich dir auf jeden Fall in der Raw Review erfahren. Und ich würde mal sagen, wir beenden jetzt diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ciao.